Moin Leute! Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Video. Und zwar soll es, wie ihr schon im Titel lesen könnt, um den Brauch des Wäschewaschens zwischen Weihnachten und Neujahr gehen. Erst einmal Entschuldigung schon mal für das zeitweise vielleicht nicht ganz so tolle Licht, weil ich bin hier etwas überbelichtet, weil da hinten an der Seite ist ein riesengroßes Dachflächenfenster und die Sonne spielt gerade etwas verrückt, deswegen bin ich auch gerade etwas weißlich und mal etwas zu gelb, mal, ach, keine Ahnung. Ja, und zwar geht es um diesen Brauch, dass man zwischen Weihnachten und Neujahr nicht Wäsche wäscht. Das heißt, geht darum, früher hat man Wäsche ja aufgehängt auf die Leine und dann geht es um, dass Geister frei fliegen können, sei es die guten Geister sowie auch die bösen Geister. Und zwar ist es so, dass die guten Geister sollen frei fliegen, damit man von den guten Geistern im Prinzip was abhat, also was Gutes von denen dann hat, weil es sind ja die guten Geister. Und bei den bösen Geistern, dass man deren Zorn nicht abkriegt, weil sie sagen, ich bin wütend auf dich, weil ich mich in deiner Wäsche verheddert habe, die hier auf der Leine hängt. Klar, heutzutage hängt man Wäsche nicht immer mehr auf, man hat einen Trockner und hat dieses typische auf die Leine hängen nicht mehr, aber trotzdem finde ich diesen Brauch ganz nett und mir gefällt er. Und auch da, seitdem ich jetzt Wäsche wasche und diejenige bin, die bei uns zu Hause auch Wäsche wäscht, behalte ich es bei und mache es selber auch, dass ich zwischen Weihnachten und Neujahr eben keine Wäsche wasche, weil mir gefällt es und da muss man halt ein bisschen vorplanen, was man tragen möchte. Und wenn etwas nicht gewaschen ist, dann trägt man etwas anderes. Man hat genug Klamotten im Kleiderschrank, also so wenig besitzt man dann ja doch nicht. Ja, kennt ihr den Brauch? Würde mich mal interessieren, ob ihr davon schon mal gehört habt. Ich finde es niedlich und den ganz süßen Brauch. Und ich finde, alte Bräuche sollte man auch weiterführen, auch wenn es, da wir jetzt ja Wäsche nicht mehr aufhängen. Das Einzige mit dieser hängenden Wäsche, eben woran sich die Geister verheddern können, nicht mehr gegeben ist. Trotzdem finde ich es ganz süß, das beizubehalten. Ja, das war's dann mit diesem Video. Hoffe, ihr hattet bisher eine schöne Weihnachtszeit und werdet auch noch weiterhin eine schöne haben und schön feiern und es euch gut gehen lassen. Und dann, ja, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! So ein bisschen einpacken. Da habe ich einmal hier so ein Männchen und der kleine Neue, der